hast meine geheime Unterschlupf gefunden. Bitte erzähl niemanden davon, dann bekommst du auch etwas von mir. Die im Fliegen. Und was bringt mir das? Naja. Habitak. Ja, hier könnte man früher in der ersten Generation wahrscheinlich im geheimen Haus das Fliegen bekommen. Gefunden. So schwer war es nicht versteckt. Ja, hier ein paar Rüpel, gegen die wir kämpfen könnten. Die haben das scheinbar auch schon gefunden. Joa. Damit seid gegrüßt, meine lieben Zwerge, Gnome, Hobbits und Edadum zu einem neuen Part Pokémon Let's Go Evoli mit dem Zwergenfürst. Hier sind wir tatsächlich auf Route, ihr habt es wahrscheinlich gerade gelesen, Route 8 oder so, auf dem Wanderweg, auf dem Spaziergangspfad. Und da geht es heute mal ein bisschen weiter, da wir noch immer noch nicht in die nächste Arena von Knogger hineinkommen, im nächsten Part bestimmt. Und in diesem Part erkunden wir jetzt hier mal ausführlich die Route und reden mal mit allen. Oha, sogar ein Trainer hier auf dieser Route. Ach du Schande, ich dachte, das gäbe es hier gar nicht. Ja gut, also heute hier ein paar Pokémon-Trainer bekämpfen, mit den friedlichen Leuten hier auf dieser Route reden und ja, dann vielleicht noch ein, zwei neue Pokémon-Arten fangen. Da brauchen wir noch wenige für. Ich glaube, 4 oder 5 waren es nur noch, bis wir rein dürfen in Knuggers Arena. Also, los geht's heute mit dieser Trainerin. Auf ihn! So gutmütig wie du aussiehst, sollten meine Chancen nicht schlecht stehen. Lass uns das bei einem Kampf herausfinden. Jau! Jausens. Picknickerin Heidi fordert dich heraus. Ein Kampf mit 3 Pokémon. Gegen 3 Pokémon, nicht mit 3 Pokémon. Da sind es schon 4. Wenn Evoli mit reinkommt. Jo, dann setze ich doch gleich mal die Quälzone ein. Quälzone. Hier wird gequält und gefoltert, bis zum geht nicht mehr. Jo, so muss das. Na, das hat wohl nicht ganz so viel gebracht, wie gedacht. Na dann, Blitzerstrom. Ja, wenn es nicht mit der Quälzone geht, dann muss man mal ein bisschen Blitzer verstreuen. Bringt noch viel weniger. Ja, gut, ich versuche erstmal alles aus. Ich gebe mein Bestes, ich guck, welche Attacke am besten bringt. Flackerband hat es zu Ende gebracht. Sehr gut, weil Evoli fast besiegt wäre. Wurde endlich Zeit. Schlock Level 26. Nice. Knuddeluff. Und ich möchte weiterkämpfen. Nur Räusper, die Räusper. Hust, hust. Knuddeluff, du kriegst mal Risikotackel ab. Auch wenn das vielleicht mein Ende ist. Ich meine, Evoli ist Ende. Jo. Aber ein bisschen was hat's gebracht. Ein bisschen was. Kann man anerkennen. Dann als Training vielleicht mal Glurak in den Kampf. Level 28 ist der Liebe. Na komm. Den Glurak wollen wir einsetzen. Jau. Da musste ich gerade mal genossen. Da musste ich gerade mal niesen. Genosse. Ich hoffe, ich habe es rausgeschnitten. Wäre ein bisschen blöd, wenn nicht. Wenn nicht, Verzeihung. So, Body Slam. Ich hoffe, das macht ihr noch nicht alle. Drachenwut, na komm. Keine Wirkung. Ach du Schande. Ja, das habe ich gerade schon übersehen. Na komm, Burak. Halte aus, halte durch. Glut. Das wird nicht allzu viel bringen, aber
Nur ein wenig. Ein sehr kleines weniges. Auwei. Luan besiegt. Naja, ist halt noch nicht so stark. Mit Level 28. Und wer aber mit Level 36 stark ist, durchaus Relaxo. Na komm. Der kriegt das doch alle, oder? Du kriegst das genug Luft doch erledigt. Mit Kopfnuss, wie wär's denn damit? Verruß. Versuche es. Paralysiert. Was? Gibt's denn sowas? Na komm. Kopfnuss. So wirst du doch wohl noch hinkriegen. Na komm. Mach's alle. Sehr nice. Knuddeluft besiegt. Da war es noch eins. Noch ein generisches Pokémon. Und das ist ein Visa-Knosp. Da bräuchten wir jetzt eigentlich Evoli oder Glurak zurück. Eher Evoli, weil Glurak, naja. Aber gut, vielleicht das auch Relaxo hin. Mit Kopfnuss bestimmt nicht ganz alleine, aber. Ja. Vielleicht kann er wenigstens etwas ausrichten. Na komm, Kopfnuss! Paralysiert. So ein Mist. Was soll denn der Scheiß? Die Samen. Bepflanzt. Na. Das bringt ihm relativ wenig, weil wir noch nicht angegriffen haben. Wurde noch nicht verletzt. Was nicht verletzt ist, kann man nicht heilen. Braucht man nicht zu heilen. Aber jetzt. Na. Ach du Schande. Na komm, Kopfnuss. Das kriegst du hin. Oder auch nicht. Relaxo besiegt. Ja, Schluck gegen. Ach, Pflanze gegen Wasser. Naja. Ich krieg das trotzdem irgendwie hin. Bitte Schluck gut genug trainiert. Ah, Mann. Dann habe ich nur noch Peper. Oh, Mann. Das kann doch nicht so enden. Dieser Kampf darf nicht hier so enden. Auf dieser Route. Auf diesem Spazierweg. Dass ich von so einem leichten Trainer besiegt werde. Das kann auch nicht die Option sein. Jetzt pennt das Ding auch noch. Ach du Schande. Na komm. Wach auf. Schnuck. Schlafen kannst du, wenn du tot bist. Okay. Diese Pflanzen man mit ihren wirkungsvollen Attacken. Nicht direkt angreifenden, nicht offensiven Attacken, aber. Der hält sich auch selbst, während ich schlafe. Ach je. Ja, Rasierblatt. Au, Scheiße. Au, Schande. Jetzt bist du aufgewacht. Ja, nee, ist klar. Jetzt wachst du auf. Das ist doch deprimierend hier. Schluck wurde besiegt. Da hätten wir nur noch Pepe. Pflanze gegen das Ganze. Naja, das kann ja was werden. Na, komm du mal rein. Pepe, gib dein Bestes. Du bist meine letzte Hoffnung, diesen Kampf doch noch zu schaffen. Na. Rasierblatt gegen Rasierblatt. Ich versuch's mal mit Kopfnuss. Na, okay, das geht ja noch. Kopfnuss. Halt's durch, Pepe. Mach's alle. Mach's fertig. Bring's zu einem Ende. Hoffentlich nicht zu deinem Ende. Hoffentlich zu seinem Ende. Zu ihrem Ende. Der Trainerin. Den Bisa-Knosp. Ach, ist auch ein weiblich. Weibliches Pokémon. Also zu ihrem Ende. Na komm. Säure, vielleicht bringt das was. Nicht viel, aber vielleicht reicht's. Nochmal. Na komm. Ist schon im roten Bereich. Na komm. Mach's an. Nice. Gerade so noch geschafft. So ein einfacher Trainer auf einer Route. Kann schon ganz viel ausrichten, wenn unser Team geschwächt ist. Und nicht so gut trainiert und unterlevelt ist. Tja,
Da habe ich mich wohl geirrt. Du gewinnst 740 Puckendollar und gehst gleich aus dem Kampf gegen die Trainerin auf der Route hervor. Du hast 2 Superbälle. Na, sehr gut. Dann mal schnell zum Pokémon Center. Der Kampf hat uns ziemlich viel. Ja, was denn noch, Sherlock? Sherlock habe ich jetzt hier aus dem Ball mitgenommen, dass er mit uns rumrennt. Ich habe offscreen noch ein paar Pokémon-Arten gefangen. Ja, wie angekündigt. Schnell mal zur, nicht Pokémon Arena, sondern zum Pokémon Center. In Fuchsania City, wenn ich mich nicht irre. Ja, Fuchsania City. Jo, dann können wir auch bei der Gelegenheit gleich nochmal nachgucken, wie viele Pokémon-Arten wir noch fangen müssen. Auf dem Weg zur nächsten Stadt. Dann können wir hier nochmal zurückfliegen. Mit Evoli. Mit Evolis Flugattacke können wir dann nochmal hier zu dieser Arena fliegen, wenn wir da sind. Aber erstmal können wir die Route nehmen und da vielleicht noch das eine oder andere wilde Pokémon, die neue Pokémon-Art fangen. Finden wir vielleicht auf diesem Weg. Tja, auslassen werden wir sie auf keinen Fall, diese Arena. Können wir wahrscheinlich auch gar nicht. Aber umgehen werden wir sie erstmal aufheben, werden wir sie. Aufgehoben ist nicht aufgeschoben. So, was sagst du, Maestro? Um die Arena zu betreten zu dürfen, musst du mir beweisen, dass du mindestens 50 Pokémon-Arten gefangen hast. 46 habe ich bisher. Ah, okay. 4 brauche ich noch, wenn ich richtig gezählt habe. 4 Pokémon-Arten. Und von dir auf der nächsten Route finden? Naja, mal schauen. Sind ja nur noch 4. Wir waren viel weiter im Rückstand. Hatten nur viel weniger Pokémon-Arten, als ich das letzte Mal diese Arena betreten habe. Na dann, auf die Route. Auf und davon. Gehen wir erstmal hier diesen Weg und dann... Ja, Knoggers Arena kommt definitiv. Das sei mal versprochen. Schon wieder ein Trainer? Ach du Schande. Ich dachte, die reden alle nur, sind alle friedlich. Gibt es denn hier keine festen Typen? Gibt es denn hier keine Fashion-Typen mit einem niedlichen Pokémon im Schlepptau? Typen nicht. Aber ich habe ein niedliches Evoli. Und wieder 3 Pokémon. Ach du Schande, wir kommen wohl heute gar nicht mehr voran. Die 3 starke Pokémon. Wird wieder so ein schwerer Kampf. Wir kämpfen uns wohl hier erstmal über diesen ersten Abschnitt. Muss ich für Offscreen mal wieder dafür sorgen oder was? Oder den nächsten Part noch. Wird vielleicht noch ein paar Parts dauern, bis wir hier mal zur Stelle kommen. Oh nein, Diktri besiegt. Ja, den haben wir an eine falsche Stelle gepackt. Evoli hier ist unser Mann. Unsere Frau. Evoli ist weiblich. Einwechseln. Na komm. Wird wieder ein zäher Kampf, ja, zäher Kämpfe auf dem Spaziergangweg. Ist gar kein so doller Spaziergang hier. Sind gar keine Spaziergänge dieser Kämpfe. Zumindest für mein unterleveltes Team ist das gar nicht so easy peasy, nennen squeezy. Ja. Zitat aus Rick and Morty. Sehr schöne Fernsehsendung, sehr schöne Zeichnungssendung, animierte Sendung, keine Ahnung, wie man das heutzutage nennt. Rick and Morty. Wenn du denkst, es ist alles easy peasy lemon squeezy, aber wollte ich jetzt schon in Englisch nicht, ich sollte nicht Englisch zitieren, wenn ich es nicht sprechen kann. Ich versuche es auf Deutsch hinzukriegen. Wenn du denkst, es ist alles easy peasy lemon squeezy, aber es ist nur difficult, difficult, sondern difficult. Ja, das ist eine schlechte Übersetzung. Ich versuch's gar nicht erst. Also versuche irgendwie die deutschen, irgendwie. Ich meine, die englischen Zitate irgendwie zu umgehen. Mein Englisch sollte man nicht zu häufig in Parts hören. Das ist schlecht genug.
Ja, das war ja irgendwie klar, dass ein Voodoona den Evoli dann doch noch besiegen kann. Na so, Schlock vielleicht gegen die Feuerattacken des Voodoonas. Vielleicht sind die irgendwie effektiv. Aquaknarre, na komm. Auch wenn das deutlich höhere Levels hat als du, Schlock. Na komm. Lösch es aus. Naja, gut. Lösch es aus. Sieht jetzt ein bisschen anders aus. Hilfe. Das habe ich aus Verwirrung eine falsche Attacke gewählt. Setzt der Panzerschutz ein oder was? Ja, gut. Eine defensive Attacke. Bringt jetzt hier gerade relativ wenig. Angst. Das sind aber fiese Pokémon hier auf dieser Route. Das ist, also muss ich wirklich sagen. Eigentlich wollte ich hier noch ein paar Buckenarten fangen, aber das sieht gerade schmerzhaft unentspannt aus. Diese Pokémon-Kämpfe hier. Pepe, naja gut, da habe ich ja genau den richtigen angesetzt. Ein Pflanzen-Pokémon gegen Voodoona. Na komm. Mach's alle. Ich weiß ja. Da waren es nur noch Lachso und Glurak. Ja gut. Relaxo erstmal. Ja, tolle Wurst. Kopfnuss. Naja, vier andere Attacken habe ich nicht, die was bringen könnten. Na komm. Versuch's doch zumindest. Oh, okay, das ist effektiv. Das könnte klappen. Muss nicht, aber könnte klappen. Es kann, aber muss nicht. Na komm. Lass die nicht so leicht besiegen. Kopfnuss. Mach's alle. Oh wei. Lass dich nicht besiegen. Au wei. Na komm. Schon im roten Bereich, schon fast fertig. Komm, 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 komm. Hält's durch. Bleib stehen. Bleib standhaft. Relaxo. Na komm, na komm, na komm, na komm. Durchhalten, durchhalten, durchhalten. Durchhalten, durchhalten, durchhalten. Ich sagte durchhalten. Jetzt habe ich nur noch dieses Glurak. Ja, was soll denn das werden? Das ist ach. Vielleicht kriegen wir zumindest die LPs aus dem Voodoona-Kampf. Das letzte Pokémon kriegen wir nicht mehr. Naja, ein Versuch ist es wert. Angst. Oh, hat's durchgehalten. Na komm, mach's alle. Voodoona besiegt. Immerhin. Das dürfte doch jetzt ordentliche EPs geben für Glurak. Starmie. Ach du Scheiße. Ach du Schande. Ich hab verkackt. Starmie gegen Glurak. Das ist ein Todesurteil. Siedewasser. Okay, ich bin raus. Und Glurak ist auch raus. Ja, gut. War nicht allzu schlecht. Wir haben es versucht. Zumindest war ein Anfang. 2 von 3 haben wir besiegt. Ja, war nicht grottenschlecht. Jo, haben wir hier ein paar Kämpfe. Spannende Kämpfe hier in diesem Part. Ich versuche die irgendwie zu umgehen. Mit Glurak ging das doch spitzenmäßig umgehen, oder? Das ging doch spitzenklasse. Dann können wir den doch mal aus seinem Beutel rausnehmen. Nicht aus dem Beutel, sondern aus dem Pokéball. Glurak, der konnte doch über alles drüber fliegen. Aus dem Pokéball holen. So, ist jetzt an meiner Seite. Sieht episch aus und damit können wir doch zumindest Pokémon-Trainer, die am Boden umhängen, umgehen. Das ist doch meine Strategie in allen Pokémon-Spielen. Standard Pokémon-Spiel, die meistens dazu führt, dass ich dann eher mit unterleveltem Team ans Ziel komme, aber ja, hier ist ja das Trainer besiegen, nicht das Hauptaugenmerk. Hier ist eher das Pokémon fangen. Jetzt können wir mal wieder absteigen. Wechsle ich gleich wieder das Pokémon.
Dann sind wir hier durch die Zone mit den starken Pokémon raus. Zum Spaß einfach mal Ranaxo, das sieht auch lustig aus. Aus dem Pokéball holen. So. Schaut euch das mal an. Der trägt uns hier. Trägt uns durch die Gegend. Ja, gut. Sieht jetzt ein bisschen. Ein Evoli. Hier gibt es ein Evoli zu fangen. Ist ja cool. Haben wir natürlich schon, aber. Ist das mal cool. Wahrscheinlich relativ selten, aber. Na komm. Das fange ich mir. 1, 2, 3. Und zack, drin ist es. Wird natürlich niemals mein Evoli, mein Blackie ersetzen, aber. Zu sehen. Keine neue Pokémon-Art. Punita haben wir, glaube ich, auch schon gefangen. Dodo haben wir auch schon gefangen. Ja, gibt hier wenig neue. Ein Razzaf. Nein, das ist das Trainer-Pokémon. Ja, Relaxo kann jetzt, glaube ich, nicht wirklich schwimmen. Aber Blackie. Och, was guckst du denn so? Blackie scheint irgendwie nicht ganz wohl zu fühlen. Ja, kümmern wir uns später drum. So, wenn. Was ist hier nicht einsetzbar? Skandal. Dann laufen wir mit uns darüber. Relaxo. Wir halten uns da irgendwie an seinem. In seiner Brust fest, wie es ausschaut. Naja. Gut. Stampf, 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 stampf. Der riesige Relaxo mit uns durch die Route. Ein Radikal, das hatten wir bestimmt schon. Brauchen wir nicht mehr zu fangen. Suchen wir eher nach anderen. Nach den Pokémon, die so haben. Das bräuchten wir eigentlich sehr gut. Die können wir leider nicht fangen. Pokémon, die so mit sich rumtragen. Oh, hier liegt der nächste Trainer. Es sei denn, wir kommen hier durch. Nein, kommen wir nicht. Jau. Müssen wir noch bekämpfen. Ich hoffe, der hat weniger und schwächere Pokémon. Das ist aber ein tolles Pokémon, dass du da, auf dem du da sitzt. Lass mich mal von nahem sehen. Reden kann ich auch nicht mehr. Klassischer Fall von Stotteritis. Na, Wortfindungsschwierigkeiten wahrscheinlich eher. Stottern ist das noch nicht. Das war im letzten Part der Fall, dass ich mir sehr viel vorhin gestottert habe. Jetzt fange ich auch wieder an zu stottern, wo ich es erwähnt habe. Muss man nur das Wort stottern sagen und schon. Ja. Soll heute nicht das Thema sein. Oh, okay, das Endron haben wir schon relativ leicht besiegt. Das haben wir gleich. Das ist ja sehr nice. Wenn das so schnell geht, wenn wir das heute so gut hinkriegen. Also zumindest in diesem Part so gut, in diesem Kampf so gut hinkriegen. Und dann kommen wir ja super weiter. Noch ein Enton. Bist du denn lebensmüde? Hast doch gerade schon gesehen, dass dein erstes Enton besiegt wurde von mir. Ich setz Schaufel ein und mach es alle. Jo, wenn's nur das ist, wenn's nur so schwierig ist, dann brauch ich mir ja keine Angst zu haben. Brauch ich keine Angst zu machen. So. Kratzfurie. Versuchen wir es mal damit. Muss ja nicht immer Schaufler sein. Wenn es auch mit anderen Attacken geht. Enton besiegt. Jau. So, Camper Jack. Schöner Name. Nicht. Besiegt. Oh, sein Trail glänzt so schön. Du gewinnst 700 Pokémon und dann gehst du aus dem Kampf gegen Jack hervor. Du hältst 2 Superbälle. Was, das Fell von Ranaxo? Hat die überhaupt Fell? Ja, sicher irgendwie, aber. Naja. Wen nehme ich denn jetzt mal mit raus? Pepe, glaube ich. Ja, der kann auch mal mit mir rumlaufen. Sieht bestimmt auch ganz interessant aus. Ja. Der trägt mich nicht auf seinen Wurzeln. Auf seinen Blättern. Aber ist auch nicht schlecht.
wenn ich mein hässliches Pokémon hinter mir her schleppe. Da sind aber einige Trainer. Was machen die denn da? So. Oder was? Ja, was denn? Ich gehe meinem Freund zum Pokémon-Weg, um Pokémon zu beobachten. Aha. Na dann, viel Spaß. Ich habe auf dem Pokémon-Weg ein Date mit meiner Freundin. Ach, ein Date. Na, da wünsche ich euch viel, viel Glück. Hallo, erinnerst du dich an mich? Ich bin es, Professor Eichs Assistent. Ich soll dir von Professor einige Hyperbälle überreichen. Wenn du in deinem Pokédex mindestens 40 verschiedene Arten von Pokémon registriert hast. Na, danke schön. Das habe ich schon. Also, Zwergvieh, hast du mehr als 40 unterschiedliche Pokémon-Arten gefangen? Jo, habe ich. Alles klar, du hast 46 verschiedene Pokémon-Arten gefangen. Ja, haben auf dem Weg kein neues dazu bekommen. Einfach klasse. Ja, das hast du dir redlich verdient. 30 Hyperbälle von Professor Eich, Assistenten, erhalten. Du verstaust sie in der Fangtasche. Mit einem Hyperball lassen sich Pokémon viel leichter fangen. Das ist so ziemlich das beste Pokéball. Stand das da gerade wirklich oder habe ich mich einfach nur verlesen? Naja. Es sei denn, die Sith Company entwickelt gerade einen neuen. Aha, alles klar. So viel dazu und dazu so viel. In der Ferne erstreckt sich ein langer Weg über das Wasser. Das war gerade ein Muster während des Satzes. Gibt's denn sowas? Erstreckt. So. Damadotri, das haben wir schon gefangen. Relaxo. Dich haben wir doch schon. Das ist noch ein Relaxo oder was? Das Pokémon schläft tief und fest. Na, dann halt nochmal die Pokéflöte. Aha. Wach auf. Das ist auch keine neue Pokémon-Art. Na gut. Der Relaxo-Kampf nochmal. Können wir eigentlich fliehen oder was? Das ist ja. Muss jetzt nicht unbedingt sein, oder? Muss man nicht nochmal fangen. Flucht. Ich hab doch schon eins. 30 wär's gewesen. Ja, gut. Wir haben eins. Level 36. Was soll's? Prismania City. Ach, da wären wir jetzt wieder zurück. Oder was? Ja. Gut. Gut zu wissen, dass der Weg nach Prismania City führt. Na, dann müssen wir wohl in diese Richtung. Über diesen Hut durch den Zerschneiderstrauch durch. Oh, ich wollte gerade sagen, dann fangen wir uns das doch noch. Aber haben wir ja schon. Ist nicht schlimm, dass das verschwunden ist. So, auf der Suche nach neuen Pokémon-Arten. So, ein Haus. Hallöchen, was wohnst du hier so abwegs? Na, sowas. Du hast meine geheime Unterschlupf gefunden. Bitte erzähl niemanden davon. Dann bekommst du auch etwas von mir. TM Fliegen. Und was bringt mir das? Naja. Habitak. Ja, hier konnte man früher in der ersten Generation wahrscheinlich im geheimen Haus das Fliegen bekommen. Jeder gefunden. So schwer war es nicht versteckt. Ja, hier ein paar Rüpel, gegen die wir kämpfen könnten. Die haben das scheinbar auch schon gefunden. Joa. Das Geheimnis aufgedeckt. Nicht. Habe ich schon eins von euch gefangen? Ein Tauboga? Finden wir es heraus. Wir brauchen noch ein paar Pokémon-Arten. Viere, um genau zu sein. Werden wir wohl in diesem Part nicht mehr ganz schaffen. Aber vielleicht im nächsten. Müssen wir raus auf die nächste Route. Na komm. Tauboga wurde gefangen. Taubsies haben wir schon, aber Tauboga. Haben auch Tauboga gefangen. Neues Level für Glurak und Pepe. Das ist ja nice. So muss das sein. Notwendig. Wir hatten die schon. Sind keine neuen Pokémon-Arten.
So, geheime Technik. Evoli. Zack. So. Dann wären wir hier in Prismania City. Ja gut, Karte vielleicht. Mal drauf gucken. Die Karte. Wo sind wir denn hier? Wo wären wir? Prismania City. Ach, vielleicht kommen wir dann hier nach Saffronia City über diese Route, über die Route 7. Und Route 16 waren wir gerade. Route 17 und Route 16. Ah, okay. Die verschiedene Routen, die wir heute hier besuchen. Dann mal ab auf die nächste Route. Saffronia City. Da kamen wir bisher noch nicht durch. Aber vielleicht kommen wir es jetzt. So. Dup, 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 dup. Und alle aufhören. Ding, 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 ding. Wieder aufgeheilt. Ja, das Wort wieder aufheilen. Die schöne Musik. So, wo geht's denn hier nach Saffronia City? S-A-F-R-O-N-I-A City. Schnüff, dein Tee riecht wirklich verlockend. Wie bitte? Du schenkst ihn mir? Wow, das ist aber nett von dir. Danke. Das tut gut. Du willst nach Saffronia City, stimmt's? Dann geh, ich lass dich durch. Ich werde den Tee mit den Wachmännern an den anderen Toren teilen. Ja, die eine Tasse Tee. Das war der eine Wachmann, der so durstig war, dass er uns nicht durchlassen konnte. Ja, den haben wir jetzt mit dem Tee besiegt oder was auch immer. Ein Marmoria-Cracker ohne Tee ist wie ein Pokémon-Kampf ohne Attacken. Ohne geht's einfach nicht. Aha. Endlich durch. Ach, jetzt sind wir schon in Saffronia City. Ach du Schande. Ich dachte, da kommt erstmal noch eine Route. Alles klar. Saffronia City. Die laufen hier vielleicht irgendwo Pokémon rum. Ich brauche neue Pokémon-Arten. Was wen sehen wir denn da? Erstmal zum Pokémon Center hier. Bevor wir uns in die nächste Story reinstürzen. Aus als wären wir die nächsten Parts hier noch ein bisschen beschäftigt. Bevor wir zurückkommen zur nächsten Arena. Rücknogger. Auwei. Ich versuche noch offscreen mal ein paar Pokémon-Arten zu fangen, aber. Ja, versprechen kann ich nicht, dass ich da noch was finde. Naja. Gut, ich muss wohl gerade mal kurz auf die Uhr gucken. Mal schauen, wie lange die Aufnahme schon läuft. Wahrscheinlich habe ich schon längst überzogen. Schauen wir mal. 40 Minuten haben wir jetzt schon auf der 1-Rohdatei. Rohdatei haben wir schon 34 Minuten. Oha, sind gleich, habe ich schon ein bisschen überzogen. Naja, lassen wir heute so lang den Part. Ich hoffe, es ist nicht allzu schlimm. Ja, dann muss ich mal nur noch offscreen Titel und ein Thumbnail für diesen Part finden. Ja, in dem Sinne, Däumchen nach oben soll es euch gefallen haben. Lasst ein Abo da, wenn ihr neu auf meinem Kanal seid. Und ja, nicht den nächsten Part von Pokémon Let's Go Evoli mit dem Zwergenfürst verpassen wollt. Da sind weitere Arenas. Ach du Schande. Ja, wir müssen unbedingt. Offscreen werde ich es wahrscheinlich nicht schaffen. Aber naja, müssen wir wohl in den nächsten Parts mal noch ein bisschen auf die Routen gehen und uns da ein bisschen was besorgen. Naja. Haut daran. Hier geht's dann wohl im nächsten Part weiter. Mit der Story. Bis dahin. Haut daran. Habt einen angenehmen Tag und man sieht sich. Ciao, ciao.